Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Randomizer in Twilight Princess. Geht's weiter hier im Wassertempel. Wir sind im letzten Part angekommen. Und ja, wir sind aktuell noch ein bisschen verwirrt. Sollen wir schon ein Stückchen usen? Sollen wir noch nicht usen? Sollen wir noch ein bisschen hin und her jumpen mit unseren tollen Fanghaken-Dingern? Ich glaube aber tatsächlich, wir müssen einen Schlüssel benutzen, ne? Ich glaube, man rennt hier normalerweise hin und her und schaut halt, dass man den ersten Schlüssel bekommt. Und dann muss man den, glaube ich, auch hier direkt an dieser Tür benutzen. Ansonsten geht es, glaube ich, nicht weiter. Denn ich glaube, wir müssen erstmal einen Wasserstand auffüllen. Es gibt, glaube ich, drei Schlüssel hier in dem Tempel. Was habe ich jetzt gemacht? Zack. Ja. Drei Schlüssel. Guck mal, da könnten wir theoretisch auch schon lang. Oh. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht zu viele Schlüssel verwenden. Immer nur das machen, was auch wirklich wichtig ist. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel schon wieder eine Schatzkiste. Das ist doch geil. Sagte er und bekam Geld. Okay. Hier. Machen wir erstmal den down. Du nervst. So, wir haben ja den doppelten Kreif. Nein, das wollte ich nicht. Den doppelten Kreif-Bum-Bum-Changhaken. Das heißt, wir müssen da auch gar nichts runterschießen. Können ein bisschen sparen. So, und dann können wir hier gleich an das Ding dran hüpfen. Ich glaube, damit machen wir die Tür auf, oder? Machen uns einen schönen Shortcut. Ein klein, aber fein. Okay. Hier können wir in die Tür rein. Wir sprengen sie halt weg. Okay. Ich glaube, was hier gibt es gleich schon wieder den nächsten Schlüssel, den ich usen muss, oder? Kann das sein? Ist das so? Hi, Kumpel. So. Ja, das war ein bisschen, naja. Nicht die feine englische Art. Ja, ihr müsst jetzt schon wieder einen Schlüssel usen. Ah, ist das doof. Das, obwohl ich noch gar keinen Enterhaken habe, ne? Gibt es auch keine Möglichkeit, mich da irgendwie frech durchzuziehen? Ich glaube, das geht nicht. Ah, soll ich es machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach komm, wir machen es einfach. In der Hoffnung, dass wir irgendwo anders noch einen weiteren Schlüssel für einen Seeschrein bekommen hier in dem Tempel. Ansonsten müssen wir halt weiter suchen. Ist halt leider so. Auf den höheren Etagen bekommen wir ja, glaube ich, noch ein paar Schatzkisten. Ja, anders wäre es, glaube ich, nicht gegangen. Diese entspannte Musik, ne? Wir haben hier so oft einfach in den Dungeons so richtig entspannte Musik, Alter. Ich fühle mich hier richtig, als ob ich ein Reggae aufführe. Jawohl. So. Okay, oben müssten auf jeden Fall noch ein paar Schatzkisten sein. Wenn ich mich da richtig dran entsinne. Normalerweise muss man ja hier nochmal später zurückkehren, wenn man dann den Enterhaken gefunden hat. Damit man sich dann zu den Schatzkisten hinziehen kann. Zumindest zu der einen, glaube ich. Aber wir haben schon welche. So, Wasserbomben. Oh, nehmen wir immer mit. Geilo. Genau, normalerweise muss ich hier später nochmal wiederkommen. Was halt normalerweise sehr nervig ist. Könnte auch sein, dass hier ein Herzteil drin ist eigentlich. Ich hoffe auf den Schlüssel. Oh, der Helmspalter. Der Helmspalter ist auch cool. Zack. Jo, dann machen wir mal das Wasser an, ne? Ich glaube, den Tempel halt können wir trotzdem abschließen. Weil wir müssen ja eigentlich nur den Wasserstand erhöhen. Wir brauchen den Boss-Key. Müssen wir mal gucken, inwiefern wir das Ding hier abschließen können. Jetzt machen wir erstmal eine schöne Rutschpartie hier. Yay. Ah, ist das cool. Wird auch Zeit, dass ich Twilight Princess mal wieder ohne alles durchspiele. Vielleicht im Master-Modus mit drei Herzen. Das ist richtig schön schwer. Oh Gott, die Trillhöhle, Alter. Oh Gott. Okay. Hier gibt es auch eine Schatzkiste. Wo kommt die denn jetzt her? Ja, warum fließt hier noch kein Wasser? Warte mal.
Ich habe doch gerade den Wasserstand. Ah, ich muss... Das da muss auch noch hoch. Ich Trottel. Jetzt hätte ich gleich wiederkommen können. So. Jetzt aber. Der Wasserfluss fließt. Oh nein. Schön nicht nach oben. Unten. Das ist diese entspannende Musik. Die macht mich ganz... Oh. So, erstmal schon Kaffee. Oh, ist das gut. Schöner Schluck Kaffee. Am Morgen. Oh, guck mal, die geile Schatzkiste da. Schön. Her damit. Pfeile. Geilo. Auch keiner. So, hier drin ist, glaube ich, jetzt nichts Wichtiges für mich, ne? Das sind jetzt nur so Dinger, die sich drehen. Da könnte man jetzt, glaube ich, runterdroppen. Ah, könnte man. Bringt aber nichts. Ist quasi wie so ein kleiner Shortcut. Aber ich weiß, ich glaube, das hat jetzt keinen Mehrwert für mich, mich darunter zu droppen. Doch, tatsächlich. Ich muss da durch. Ja, ich muss da doch durch. Sorry, sorry, sorry. Ich hab, komm ich da gar nicht mehr durch jetzt? Hilfe! Okay. Alles klar. Was habe ich getan? Nee. Hä? Wieso ist diese Tür nicht offen? Hä, jetzt schicke ich gar nichts mehr. Komm ich hier nicht durch? Doch, ich kann mich durchrollen. Ah. In Laufen, ich zu fett. Roll ich mich, dann ist's nett. Auch nur so ganz komisch von vorne. Das war ja merkwürdig. Okay. Ich hab gelogen. Aber wir machen ja auch gar keine halben Sachen. Wir schießen den gleich über den Jordan, oder? Der Arme, ey. Einfach weggeschudet. Tschüssikowski, mein Freund. Ein paar normale Bomben könnte ich mal gebrauchen. So, der Wasserfluss fließt. Das heißt, wir kriegen unseren ersten Fluss in die Mitte. Ne, unser erster Wasserstand wird erhöht in der Mitte. Und dadurch steigt der Wasserstand in der Mitte. Viele Theorien und Tatsachen, die ich hier aufgestellt habe, aber es ist ja wahr. So, und ich glaube, ich weiß nicht, komme ich da schon ran? Im Bombenfall nicht. Komme ich da oben ran? Jo. Guck mal. Jetzt hier nämlich nochmal eine schöne Schatzkiste. Oben im Kronleuchter. Oh, Link. Du sollst doch die Schatzkiste aufmachen. Und kein Tänzchen aufführen. So, jetzt aber. Oh, Manu. Ich habe auch ein Pech. So, warte mal, kann ich? Kann ich nicht. Gebe ich da mit dem Enderhaken dran rein? Bringt das mir irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich hätte jetzt hier rüber gemusst wieder. Komme ich hier rüber? Natürlich komme ich da rüber. Ich glaube, ich könnte halt jetzt auch schon zum Boss. Glaube ich. So. Wir haben jetzt da den Wasserfluss. Das heißt, wir müssten aber da unten irgendwie... Ich jump erstmal kurz hier ran. Wir müssten jetzt hier unten den hier müssten wir aktivieren. Kann ich da überhaupt was aktivieren? Wir haben doch jetzt hier einen Wasserfluss erstellt. Doch, da. Das geht doch. Sag ich ja. Und jetzt fließt hier das Wasser. Und dann kann man hier durch. Weil jetzt dreht sich nämlich hier das Teil. Ah, ist ja einfache Physik. Der Lauf des Wassers. So. Dreht sich hier auch was? Hier dreht sich noch nichts.
trotzdem würde ich gerne an diese Schatzkiste da kommen. Bekommen wir das irgendwie hin? Kriegen wir das irgendwie hin? Ist das hier zufällig ein passender Punkt dafür? Ja. Machen wir doch. Ja, Kumula. Oh, Kumula. Kumula, Kumula. Wo ist denn Kumula? Hier. Da fehlt uns auch nur ein Schlüssel, ne? Ein kleiner Schlüssel. Dann können wir Kumula, glaube ich, auch komplett abschließen hier. Zack. Weg mit dir. Und da hinten geht's dann zum Dungeon. Ich weiß gar nicht, wie machen wir das jetzt hier? Mama, Mama. Sollte ich hier sein? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich hier irgendwie fehl am Platz. Hätte ich hier gleich runtergeschossen? Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe mich irgendwie hier rüber gecheatet. Wie so ein Cheeto. Jetzt sind wir beim Boss, ne? Beim Boss-Key. Ja. Ich glaube, das ist für einen Boss-Key hier alles. Auch sehr interessant. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Okay. Gehen wir mal down. Gibt auf jeden Fall eine Schatzkiste. Es gibt hier zwei Schatzkisten wieder. Zu holen. Warte mal, einerseits. Hallo. Jawoll. Wer weiß, was da für grüne Tinte aus dem rauskommt. Warte mal, gibt es ein Herzchen? Den nehme ich mir. Das nehme ich mir. So, und hier gibt es jetzt auch irgendwie so, Ja, das war gut. Das war super klug. Zack. Schönes Hören raus. Geil. Konnte man nicht hier irgendwo noch was wegsprengen oder so? War das nicht irgendwie so hier? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Irgendwie ging was. Aber irgendwie auch nicht. Okay, hier. Wasserbomben. Im Morgenstern unter Wasser wäre natürlich auch saugeil. Ich glaube, das ist not possible. Ja, guck, wir haben hier auch nämlich so Bombenfische. Wäre auch gegangen. For free. Aber nein, ich kriege jetzt jeder lieber nochmal eins aufs Maul. Okay, durch hier. So, jetzt können wir hier direkt durchschwimmen. Oh Gott. Wow. Einfach komplett ignorieren. Das ist immer gut. So, haben wir hier die Möglichkeit, eine Schatzkiste direkt abzustauben? Nee, ne? Müssen wir von oben rein. Oder? Ja. Dann müssen wir von oben rein. Okay. Was heißt das hier? Ist das mal komplett sinnlos? Das ist eher der Rückweg? Ich glaube, ich in jedem Run, wenn ich mich gerade so daran zurückerinnere, in jedem Run bin ich hier in dem Raum als erstes. Im Rückweg. Leider war. Okay, dann ist nämlich die bessere Frage. Hier ist erstmal noch eine kleine Schatzkiste. Wie komme ich denn jetzt in dem Raum da oben? Was quasi der Hauptraum ist. Geil. Alter, damit können wir Ganon fertig machen. Wie gut. Okay. Ja, wir müssen dahinter, theoretisch. Das heißt, wir müssen an irgendeiner Stelle auftauchen. Da unten können wir auf jeden Fall erstmal nochmal eine Bombe legen. Warum sollte man da eine Bombe legen, wenn es nicht wichtig wäre, ne? Gibt's hier wieder Fischi? Nee.
Okay, gucken wir mal rein. Und ich tauche hier einfach mal auf. Aua. Aha, gucke mal. Hier ist der richtige Ort dafür. Da haben wir nochmal unseren Freund. Ich glaube, man kann einfach so machen, ne? Wow. Super. Super. Okay, jetzt brauchen wir den Enterhaken wieder. Wo ist er denn da? Jetzt müssen wir nämlich hier oben ran. Dann müssen wir uns hier so nach unten fahren lassen. Und dann haben wir auch den Boss-Key-Truhen-Schlüssel. Eine Geisterseele leider. Wir haben es bald ausgeglichen. Unsere wirklichen Geisterseelen und die Geister, die wir gefangen haben. So, jetzt gehen wir den Rückweg an. Okay. War jetzt eher sinnlos hier alles, oder? Doch, wir haben ein paar Boss-Schlüssel bekommen. Wir haben, glaube ich, 2 Boss-Schlüssel bekommen hier. In der Halle. Aber ich frage mich gerade, wo wir wirklich hin müssen. War ja irgendwie dann doch nicht der offizielle Weg, oder? Ich bin leicht verwirrt. Ja, macht der Randomizer macht es halt doch ein bisschen schwieriger, ne? Man hat dann halt diese Vorgaben nicht, wo man langlaufen muss in dem Tempel. Und dadurch ist man oft auch mal verwirrt. Zack. Ich glaube, wir müssen da oben lang. Hätte ich jetzt so gesagt. Ich als Laie. So. Oh, guck mal da oben. Schatzkisten en masse. Komm ich da rüber? Ja. Let's go. Oh, geil. Richtig viele schöne Schatzkisten. Bomben. Bomben sind auch nicht schlecht. Da haben wir wenigstens mal unsere Bombenpfeile wieder aufgefüllt. Und theoretisch, ich hoffe, wir kommen jetzt hier drüben irgendwie mal drauf. Dann haben wir zumindest schon mal einen neuen Raum. Gibt es nämlich auch mal 3? Oh Gott. 3 Schatz. Das war auch so dumm gerade. Ah, nein, wo bin ich jetzt? Oh Mann, nein! Das kann nicht wahr sein. Ich war doch schon da. Und dann klettert der da nochmal hoch. Trauriges Ende von Link. Abgestürzt. Einfach abgestürzt. Okay, warte mal. Ich setze mal ein bisschen weiter oben an. Der klettert aber auch sporadisch einfach manchmal runter, ne? Wahnsinn. Okay. Wir gehen mal hier durch. Gucken mal, wo wir rauskommen. Und hoffen mal, dass wir hier so ein paar Schatzkisten einsammeln können. Und ich hoffe auch, dass wir hier keinen Schlüssel brauchen. Bombenpfeile? Brauchen wir doch hier, oder? Zack. Hi, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Pfeile. Nehmen wir mit. Okay. Können wir hier oben auch sonst irgendwas machen? Wir haben halt den Enterhaken schon. Das ist ganz cool. So. Zack. Und Tschüssikowski. Kommen wir hier hoch? Haben wir einen Enterhaken? Geht das? Hätten wir hier schon den Enterhaken? Ich weiß es nicht. I don't know. Okay, brauchen wir hier. Ah. Nee. Doch, hier hätten wir schon einen Enterhaken, ne? Zack. Tschüssikowski. Und du auch, mein Freund. Leb wohl. Jawohl.
Das lief gut. Okay, hier können wir auf jeden Fall rein. Bräuchten wir aber theoretisch erst den Enterhaken, das heißt... Gott, nein! Mann! Komm ich jetzt wieder raus hier? Gar nicht. Doch hier. Okay. Gott sei Dank. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Wasserstand schon mal auf Maximalität erhöhen. Das ist cool. Heißt, Bosskampf ist auf jeden Fall drinne. Danke! Danke für nix! Okay, ich werde ihn mal besiegen. Aber ich würde sagen, das war beim nächsten Part, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute!